Proben für ein Krippenspiel. Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria. Ein ganz besonderes Krippenspiel für Christiana Heinke, Gesangslehrerin aus Kleinmachnow. Also in dieser Form existiert das Krippenspiel seit 80 Jahren bei uns in der Familie. Mit den gleichen alten Texten und Liedern wurde es von Generation zu Generation weitergereicht. Und ich habe es jetzt vor 2 Jahren von meiner Mutter übernommen und nach Kleinmachnow geholt. Den Anfang machte allerdings in den 30er Jahren bereits die Urgroßmutter. Das Krippenspiel reiste dorthin mit, wo sich die Familie niederließ. Von Berlin nach Dänemark und schließlich nach Niedersachsen. Hier spielte Christiane Heinke noch selbst mit. Heute führt Christiane Heinke die Tradition weiter. Und da sie bereits seit 10 Jahren in Kleinmachnow lebt und hier auch die Kleinkunstbühne Kultraum betreibt, beschloss sie, dass das Krippenspiel hier in die neue Heimat vor den Toren von Berlin muss. Wir machen hier sowieso eigentlich die ganze Zeit schöne Veranstaltungen, Konzerte, Theaterabende. Und dadurch habe ich natürlich irgendwie auch hier viel die Leute kennengelernt und gemerkt, also was jetzt eigentlich hier noch so fehlt und was genau hier richtig in dem Ort wäre, wäre so ein musikalisches Weihnachtsspiel. Und das ist schon ein ganz ordentlicher Batzen Arbeit, aber es ist einfach ein Weihnachtsgefühl. Ich kann es nicht anders beschreiben. So muss Weihnachten sein und nach dem Krippenspiel kann es dann wirklich auch Weihnachten werden. Bis dahin gibt es allerdings noch einiges zu tun. Die Kostüme wurden ihr vermacht. Die Darsteller sind alte Bekannte oder Freunde, Gesangsschüler oder Interessierte, die besonders eines können, nämlich singen. Himmelreich der Jungfrau Sohn Maria. Gerne, liebe Maria. Aber wo findet man in Kleinmachnow einen Stall? Als Christiane Heinke letztes Jahr zum ersten Mal das Krippenspiel aufführte, musste sie einen geeigneten Ort finden. Wir sind jetzt hier im Heizhaus von der Berlin Internationalen Schule. Und die Schule hat mir das netterweise zur Verfügung gestellt. Das ist einfach eine große, schöne, leere Halle nachher. Und diese Halle kann man eben wunderbar mit Fantasie und Kulisse umwandeln zu einem Stall von Bethlehem. Bewiesen hat sie das bereits im letzten Jahr. Der Andrang war groß, die Aufführung ein voller Erfolg. Und doch steigt das Lampenfieber im Moment wieder. Denn die letzten Proben sind im Gange. Vieles ist noch zu organisieren. Es war eben eine super Lautstärke und jetzt singen wir es einfach mal ganz leise, aber sprechen sehr gut trotzdem dabei. Jetzt dritte Strophe. Die Nacht ist schon nicht. Dieses Jahr hat Christiane glücklicherweise auch Unterstützung von ihrer eigenen Tochter, die ebenso mit dem Krippenspiel aufgewachsen ist. Großmutter, Vater, ich. Im Grunde fehlst du da noch oben drauf, ne? Hier so. Das Krippenspiel. Ein ganz besonderes Geschenk von Mutter und Tochter an Kleinmachnow. Ich glaube, ich schenke mir selber einfach was damit, kann ich nur sagen. Für mich ist es das größte Geschenk, das hier zu machen und dass es so angenommen wird. Nimm mich.